So nicht. Bitte der Checkpoint nicht unten. Okay. Wo sind wir denn? Jetzt muss ich mich erst mal wieder orientieren. Ah ja. Mhm. Ah, okay. Das ist ein komischer Checkpoint. Hier waren wir nämlich noch nicht. Ich glaube, der hat uns vorgeschickt. Den Checkpoint haben wir doch noch gar nicht. Das sagt mir hier alles gar nichts. Eine Brosche. Naja gut, dann ist das so. Mal gucken, wo wir auskommen. Okay, da rennen wir. Okay, sehr stürmisch. Oh, achtet mal auf die Flocken. Man sieht so kleine Sterne auch. Eissterne. Total schön. Also nicht nur diese Flocken, sondern auch so Eissterne. So, ich folge einfach mal dem Weg. Sonnentempel. Kapitel 6, okay. Und weiter geht's. Ah, jetzt können wir wieder laufen. Und wir laufen weiter. Da ist der Welpe erschöpft. Ah, oh, und da hinten ist, glaube ich, eine Höhle. Und ich kann nicht laufen, der Sturm ist so stark. Aber wir schaffen es gleich. Wir sind gleich da. Noch ein paar Schritte. Komm schon. Ja, wir sind da. Oh, sehr gut. Okay. Vor Erschöpfung gestorben, oder was? Ja, du hast es für sie getan. Für Wayla, richtig? Du wolltest eine Revolution, aber sie war dagegen. Wayla wollte, dass sie verstehen. Genau das war dein Plan. Sie dazu zu bringen, zu verstehen. Indem du ihnen die Vergangenheit zeigst. Thank you.
Was sind seine Gedanken? Bin ich das? Was? Ich bin Artevo. Ich bin dein Vater. Und auch derjenige, der für die Zerstörung deines Dorfes verantwortlich ist. Die Frau, die du liebtest, hat töten lassen. Autsch. Warte! Wolf! 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 Es tut mir so leid. Bitte! Wo bist du? Wolf, ich wusste nichts davon. Ich schwöre es. Ich bin eine schreckliche Person. Nein, ich verdiene deine Vergebung nicht. Okay, also wegen der Mütze ist das alles irgendwie weniger dramatisch. Deswegen musste ich gerade ein bisschen lachen. Was für ein Plot-Twist, oh mein Gott. Also dadurch, dass die Erinnerung, also der Vater in der Erinnerung eine ganz andere Stimme hat als er jetzt, weil die klingt sehr hell, sehr jung. Da hätte ich nie gedacht, dass das der Vater ist. Sorry. Der Vater in den Erinnerungen klang dunkel und barsch und richtig männlich. Aber okay. Es wird hier also ein Familienschicksal, ja? Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Eieiei. Ist alles weitaus tiefgründiger, als ich das gedacht hätte, weil... Wenn ich das richtig gesehen habe, soll das Spiel ja gar nicht ewig gehen. Geht doch länger als gedacht. Was ich sehr gut finde. Laufen wir hier gerade richtig? Laufen wir richtig? Ich sehe wieder nichts. Weil die Erinnerungsbubble ist doch zersplittert. Wir können da jetzt durchlaufen, aber ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ist das richtig? Also in der Filmsequenz hat man sie gesehen. Hier sieht man irgendwie gar nichts. Aber hier waren... Oh ja, das sieht gut aus. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Da geht es da weiter? Ja, okay. Aber wenn wir so weit oben sind... Also ich versuche immer noch den Kreis zu schließen, weil irgendwann sind wir wieder ganz unten in diesem, ja, Erdloch nicht, ne, aber in dieser Höhle. Wie sind wir denn letztlich dahin gekommen? Oh. Eine Pyramide. Und das brennt? Ach nee, in Erinnerung, okay. Mein Gott, überhaupt nicht beim Thema. So, dann gucken wir mal, was hier passiert ist.
komm endlich mit mir! Wem willst du noch was beweisen? Du hast verloren, sieh es ein! Nein, sieh du es endlich ein! Es ist deine Schuld! Alles! Kalani, hör auf! Hast du immer noch Angst vor der Wahrheit? Hör auf! Du eine Marionette des Herrschers! Sieh dich doch um! Kalani, hör auf! Oh oh. Kalani!
Ich habe dich getötet. Wolf, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich ehrlich gesagt auch nicht gerade. Ich bin gerade so baff, so wow. Heftig. Wobei ich jetzt dachte, das war's, aber es geht immer noch weiter. Moment, da habe ich was gesehen. Wir sind tot jetzt. Aber ich hatte mir schon fast gedacht, dass irgendwas passiert. Dieses Rumgeschubse ist immer... Das ist... Was heißt, das ist genauso, aber... Ich gehe schwer davon aus, ich sag mal Thema häusliche Gewalt, ja. Dann schubst du einmal falsch und dann krachst du halt gegen Tisch oder irgendwas und dann war's das, ne? Das geht manchmal so schnell und das will man eigentlich gar nicht und... Ah, scheiße.